Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Jawohl, wir sind wieder am Start hier und müssen hier jede Menge massig Beton wieder gießen. Wer hätte das kommen sehen? Ja, ich würde sagen, wir hauen direkt rein. Kloppen hier direkt mal den Beton in die Betonpumpe, damit das hier vorwärts geht. Und schwingen uns auch direkt hier mal an den Schnorchel ran. Wir haben ja hier ein relativ, relativ großes Dach hier, oder ja, nennen wir es mal Etage, zu betonieren. Von daher, ne, direkt Vollgas hier und alles rein, was geht. Herrlich. Bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen mit der Raststätte. Ich denke mal, ja, bei wie viel Prozent sind wir? Obwohl, wir sind bei 90%. Oha. Ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, da sind wir ja bald durch. So, warte mal. Betonpumpe ist leer. Dann wollen wir direkt mal neuen Beton holen. Aber warte mal, wir können auch noch nicht beim 90% sein. Das geht doch gar nicht. Hier fehlt doch noch einiges. Habe ich zumindest das Gefühl. Naja gut, gucken wir mal. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier voranschreitet. So, wir gehen einfach mal hier so lang. Füllen jetzt einfach mal überall hier was hin. Einfach querfeld und querbeet, kreuz und quer, überall. Wo wir hier was hinpacken können. Ah, Mann! Dass man die Kameraeinstellung nicht beibehält jedes Mal, ne, wenn man aussteigt, aber egal, gut, ist nun mal so. So, 50% haben wir. Sollten wir weitermachen hier. Da werden wir auf jeden Fall noch einmal Beton kaufen müssen, ne, kommen wir nicht drum herum, leider. Kannst du voll mit dem Beton malen, ne. Quasi malen nach Zahlen. Und zack, schon wieder leer. Und wieder rüber. Oh, 64%. Ah, guck mal, vielleicht reicht das jetzt. Eine Rennerei hier, aber so wird man fit, ne? So, rein hier. Na, warte mal. Direkt erstmal die Kamera. Hallo! Kamera drehen, dankeschön. Und jetzt Vollgas. Jawohl, sehr schön. Okay, haben wir auch. Na komm. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass wir hier dann gleich schon durch sind, ne? Sieht so unfertig aus, die Nummer hier. Aber gut, wir schauen mal. So, 87%. Zack. Und rein hier, rein hier, rein hier, rein hier, rein hier. Na komm, komm, komm. Ich möchte nämlich nicht nochmal Beton kaufen jetzt. Nach Möglichkeit. Wäre nicht so geil. Jawohl, sehr schön. Zack, haben wir das auch. Nice, 92%. So, wir brauchen Stahlträger. Wir brauchen erstmal eine bessere Kameraeinstellung. Dankeschön. Wir brauchen eine Palette Holz. Wir brauchen, was? Wellblechplatten. Ja, schauen wir mal. Erstmal machen wir mal hier hinten wieder die Sintflut aus, weil das nervt. Zack. Oh, guck mal an. Fast leer, ne? Aber ich sehe gerade, oh, guck mal an. Wir müssen nach da hinten hinliefern. Okay, dann einmal nach da. Könnte es durchaus möglich sein, dass wir die hier auf Seite fahren müssen. Warte mal, das machen wir mal. So, komme ich nicht rum. Moment, wir stellen den jetzt einfach mal hier an die Seite. Und zwar genau neben den Bagger hier. Besser ist das. Und den packen wir hier auch mal eben zusammen. Ne? Womöglich werden wir den nicht mehr brauchen. Also ich meine, ich könnte nachgucken, aber hey.
So, dann fahr mal ein hier deine Stelzen, damit wir hier rüberfahren können. Sehr gut, okay. Den können wir gleich mal hier an die Tankstelle eben ranfahren, damit wir hier nochmal reparieren können. Ich glaube, das machen wir dann nachher nochmal mit allen Fahrzeugen. Wenn wir so schon einmal hier direkt vor einer Tankstelle stehen haben, warum nicht? So, warte mal, wo muss denn hier was hin? Da muss was hin, da muss was hin, da und da. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal eben hier ran. Ja, das sind aber echt die letzten Teile, ne? Guck an. Ja, viel ist es nicht mehr. Da sind wir ja wirklich bald durch. Läuft. So, zack, einmal rauf. Würde ich sagen, drehen wir uns einmal hier im Kreis. So, warte mal, wo müssen die hin? Ich glaube, die kommen nach ganz hinten, ne? Genau, richtig. Wow, kommen wir überhaupt bis dahin? Ich will es hoffen, ne? Nicht, dass ich jetzt hier den Kran wechseln muss. Dann kriege ich aber eine Krise. Ne, sieht gut aus, sehr gut. So, zack, Nummer 1 haben wir. Ist natürlich doof, dass wir uns immer hier komplett einmal im Kreis drehen müssen, ne? Aber gut, was wollen wir machen? Ist nun mal so. Kommen wir nicht drum herum, ne? So, dann sind wir nämlich gleich hier durch und dann passt es halt. Stopp, 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 zurück. Okay, einmal die Palette Holz hier noch. Runter, runter, runter. Jawohl, sehr schön. So, wo kommt die hin? Ich könnte mir vorstellen, dass sie hier oben drauf kommt. Ah, ne, doch nicht. Die kommt hier unten hin. Na, komm. So, mal das gute Stück mal hier unten hinstellen. Oh, Vorsicht. Wir wollen hier nichts kaputt machen, ne? So, Sam. Und dann noch die Wellblechplatten. Die Juten, ne? Werde ich immer sehr gerne gesehen bei Raststätten. Man kennt es. So, zack, Nummer 1, Hammer. Na komm, einmal rum. Jawohl. Und einmal absetzen. Sehr schön, haben wir die auch. Und die letzte hier nochmal. Ja, easy. Easy. Kein Problem für uns. Na komm, mal voran. So, zack, jawohl, sehr gut. Und einmal rüber damit, damit wir hier weiterkommen und fertig werden in dieser Folge. Sehr schön. Und nach der Folge könnten wir eigentlich mal nochmal auf die USA-Map gehen, ne? Könnten wir eigentlich auch nochmal machen. So, jawohl, sehr gut. Okay, wir haben hier Stahl. Oha, die müssen da dran. Und da müssen wir was auspacken. Komm ich denn da hoch? Na, wahrscheinlich irgendwie. Wo sind denn. Achso, die Holzdinger sind hier an der Seite jetzt dran. Alles klar. Ja, dann. Aber wo musste. Achso, warte mal. Da müssen wahrscheinlich. Oh, ich sehe nichts. Da müssen die wahrscheinlich erstmal da an die Wand und das andere kommt dann da oben drüber, ne? So wie ich vermute. So. Boah, die jetzt da an die Wand zu zimmern, ist auch bestimmt eine Kunst. Ne? Warte mal, wir drehen mal ein bisschen. Ja, jawohl, zack, Nummer 1. So eine große Kunst ist es dann doch nicht. So, und runter. Jawohl, Nummer 2. Packen wir direkt hier dran. Oha, Vorsicht, nicht die Wand kaputt machen und
Oh nein, ah, schon wieder zum Ticken zu spät. Ich krieg eine Krise. Verdammt. Okay, nochmal angeln. So, einmal ran bitte. Jawohl. So, jetzt aber einmal vernünftig bitte hier. Ja, komm. Ja, komm. Ja, und zack. Sehr schön. Und ja, genau. So habe ich mir das gedacht, dass das Teil dann oben drüber kommt. Es wird wahrscheinlich irgendwie so dieser Eingangsbereich dann sein. Aber ich bin echt mal gespannt, wie das Teil am Ende des Tages aussieht. Ne? Das sieht bestimmt ganz gut aus. Könnte ich mir vorstellen. Sehr gut. So, okay, die haben wir. Dann müssen wir jetzt erstmal die Baumaterialien auspacken. Das ist die Frage. Ah ja, da kommen wir rauf. Einmal hier rup. Und einmal hier. Jawohl. Und einmal auspacken. Hüftschwung. So, Nummer uno. Ach, die sind direkt schon hier dran. Okay. Ah, das ist dann hier die Verkleidung. Sehr schön. Ja, geil, dann sind wir ja dann hiermit direkt fertig. Raststätte Abschnitt beendet. Jawohl, Baustelle räumen. Ach du Scheiße, jetzt ist aber hier erstmal Räumungsarbeiten AF. So, warte mal, da kann ich aber schon runterhüpfen. Zack, 2,9 Millionen haben wir schon am Start. Nice. So, warte mal, der Kran muss auf jeden Fall weg. Demontieren. Ja, komm, einmal zurück, dankeschön. So, den haben wir schon mal weg. Dann haben wir den hier. Ja, komm, wir fahren mal ganz schnell hier vorne ran. Schnell mal eben reparieren, dann können wir das Ding einlagern. Alter, 9 Fahrzeuge, die wir hier rumstehen haben. Alles klar, läuft, ne? Läuft aber so richtig. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt schon 9 Fahrzeuge hier stehen haben, ne, und können die reparieren, warum nicht? So, einmal getankt, einmal repariert. Sehr schön. So, dann können wir nämlich hier mal kurz gucken. Warte mal, wo waren das jetzt hier? Handbuch Fertigkeiten? Nee, oder? Nee, hier Fortschritt? Nee. Fertigkeiten? Nein. Dann ist es hier, Ausbaustufen. Genau, so, tanken reparieren, 68%, läuft, ja, da kommen wir auf jeden Fall klar mit. So, pass auf, dann steigen wir hier aus, lagern den ein, jawohl, Nummer 1, wenn schon, denn schon, ne? So, hier gibt es nicht viel zu reparieren und zu machen, aber egal, wir machen trotzdem, weil... Geht ja nur um die Anzahl, ne? Jawohl, haben wir dann auch. So, den können wir aber, weil der noch hier mit Dingens voll ist, den stellen wir hier hin. Nein. Wo ist denn hier jetzt? So, Freunde, ich würde sagen, ich gehe mal hin, weil das wird ja jetzt noch ein bisschen dauern und wird euch ja wahrscheinlich wenig bis gar nicht interessieren, während ich hier die Baustelle räume. Ich repariere hier mal alle Fahrzeuge kurz und pack die mal eben weg und dann sehen wir uns hier gleich wieder und dann gucken wir mal, was wir hier als nächstes machen. Denke mal, das ist sinnvoller, als wenn wir jetzt hier den Quatsch hier veranstalten. So, Freunde, jetzt sitze ich in dem noch drin. Da können wir aber nichts mehr reparieren. Ich kann mal gerade gucken, wie viel wir jetzt haben. 84%, viel haben wir nicht mehr. Sehr schön. So, und dann, warte mal, wie weit muss ich hier raus aus der Zone? Man weiß es noch nicht. Fahr jetzt einfach mal bis hier. Sehr gut, jawohl. Okay, jetzt können wir mit dem Bürgermeister sprechen. Wo sind wir? Da hinten. Sehr gut, nice. Dann sind wir noch wieder voll am Start hier. Und
Wir haben hier eine nice Raststätte. Bürgermeisterin, kommen Sie her. Die Raststätte liegt an einer günstigen Stelle und wird hoffentlich von vielen Autofahrerinnen und Autofahrern wahrgenommen. Zu gegebener Zeit kann man hier und da noch über die Errichtung weiterer Lärmschutzwände nachdenken. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Erstmal gibt es dringendere Aufgaben zu erledigen. Genau, so sieht's aus. Und jawohl! Herrlich! Ja, das nenne ich doch mal ein geiler Rasthof hier, ne? Das sieht doch richtig gut aus. Sogar, ey, guck mal, da gibt es sogar eine Telefonzelle. Telefonzellen, Leute, wer kennt von euch noch Telefonzellen? Jetzt mal im Ernst. Telefonzellen sind ja sowas von out und oldschool. So, dann schauen wir uns das Ganze mal so an. Und machen mal eben einen Screenshot. Jawohl, sehr schön. Okay. Nice. Herrlich, wir sind fertig mit der Raststätte. Ich finde es geil. Sieht richtig cool aus. Was haltet ihr davon? Oh, guck mal hier. Stehen ganze LKWs und und. Ah, warte mal, können wir von hier auch nochmal eben einen schnellen Shotty machen. So. Und Bams. Ja, ich würde sagen, damit haben wir echt der Stadt was Gutes getan. Und wahrscheinlich auch vielen LKW-Fahrern und Autofahrern. Herrlich. Gefällt mir richtig gut. Oder? Was meint ihr? Sieht nice aus, oder? Ich würde sagen, ja. Sehr schön. Okay. Ich habe hier auf der Map gesehen, wir können bis hier vorne fahren. Hier haben wir noch zwei Fragezeichen. Die snacken wir uns mal eben schnell rein. Dann fehlt uns, glaube ich, nur noch. Ah ne, da unten noch eins. Zwei. Ja. Das halte ich für eine sehr gute Idee, bevor wir jetzt hier in die nächste Aufgabe starten. Ich hatte zwar überlegt, dass wir dann auf die USA-Map nochmal gehen, aber wir haben ja noch Zeit. Ne? Können wir. Oh, was ist hier los? Da können wir ja dann doch nochmal eben hier irgendeinen Auftrag annehmen, der vielleicht nicht ganz so lange dauert oder sowas. Mal schauen. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das für ein Gebäude? Sieht aus wie der Zoll oder sowas. Okay, Fortschritt. Sägewerk. Ah, Sägewerk entdeckt. Sehr schön. Okay, warte mal. Hier wird es doch mit Sicherheit irgendwo ein Hämmerchen geben, oder? Safe. Inzwischen vielleicht. Dahinter? Nee. Da auch nicht. Komm, wir suchen mal ganz schnell das goldene Hämmerchen hier. Damit wir das hier uns einverleiben können. Irgendwo hier zwischen. Nee, auch nicht. Na, wo haben wir das goldene Hämmerchen? Komm, irgendwo ist doch hier safe ein goldenes Hämmerchen. Das muss hier irgendwo sein. Ist da eins oder ist das ein Baum? Ne, ist der Baumstamm gewesen. Hat aber genauso geleuchtet. Tja, wo haben wir es denn? Hier bei dem Holz vielleicht? Da ist es doch, ich sehe es doch. Zack, jawohl, ausgestiegen hier, zack. Und hier bei dem Holz ist der goldene Hammer. Na komm, geh da drauf. Jawohl, sehr schön. 15 von 100 haben wir gefunden. Alter, das ist noch voll viel, ne? Das ist noch richtig viel. Okay, zack, auf geht's. So, dann fahren wir mal, warte mal, gehört das da drüben? Ne, das ist was anderes. So, fahren wir mal eben auch nochmal rüber. Würde ich sagen, snacken wir uns das Gebäude da drüben auch noch. Wow, Vorsicht. Was auch immer das sein wird. Boah, was ruckelt denn das hier gerade so? Ach, das ist eine Tankstelle, okay. Naja, gut. Egal. Nehmen wir mit. Entdeckt ist entdeckt. Dann brauchen wir nur noch zwei. Und dann haben wir hier auch die komplette Map am Start.
Kriegen wir da nämlich auch dann die Trophäe für. Halt, stopp. Mal schon einmal hier drin. Jawohl. Zack, zack. Aufgetankt und repariert. Aber wieder was getan dafür. Okay, so. Sehen wir hier irgendwo ein goldenes Hämmerchen? Leider nein, ne? Da hinten bei dem Spielplatz? Ne, auch nicht. Ja, schade. Hätte sein können. Naja, dann nicht. Ist egal. So, was nehmen wir denn jetzt als nächsten Job hier an? Dann lass uns mal hier nach den Aufträgen gucken. Obwohl, warte mal, ich will mal kurz gucken. Was waren das jetzt hier? Erneuerbare Energie, ne? Oder war das das? Entspanntes Grün. Wegwerfgesellschaft. Nee, das war's nicht. Was hat man denn jetzt hier? Verkehrswege, war das das? Ah, hier, Raststätte, genau. Zack. Ein Dorf auf Abwägen wäre das nächste. Mhm. Okay. Ja gut, das machen wir aber jetzt nicht. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Verkehrsstraße, Wohnsiedlung, Verkehrsstraße. Wir hätten hier noch jede Menge Straßenbauarbeiten. Ah, wisst ihr was? Komm, der hier, der geht doch noch recht zügig. Den nehmen wir. Zack, jawohl. So, da müssen wir nicht viel machen. Läuft. So, wo ist das Ganze? Moment, wir suchen. Da oben. Ah, sogar da, direkt in der Nähe von unserem Gebäude. Okay, da sind wir doch schon. So, warte mal. Der Auftrag fängt wo an? Hier. Würde ich sagen, wir stellen mal unseren LKW hier ab. Und dann besorgen wir uns mal ganz im Ernst, wo kann man diese ganzen goldenen Hämmerchen eigentlich überall finden? Müsste nicht eigentlich bei jedem Auftrag irgendwo eins sein? Alter, die werden echt schwierig zu finden, ne? Na gut, wir schauen mal. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal unsere Asphaltfräse. Wo ist das Teil? Da haben wir das gute Stück. Einmal Auslager bitte. Und direkt einsteigen. Okay, und da sind wir auch schon. Sehr gut. Da wollen wir mal. Warte mal, ich muss mal hier diese. So, jetzt. Das nervt ja völlig an. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, wo fängt denn jetzt hier die Baustelle an? Ich würde fast behaupten, hier so ungefähr, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Nee. Kann man das hier irgendwo sehen? Ah, da, ich sehe es. Okay. Nein, noch nicht. Jetzt. Okay, Hammer. Da war hier nochmal ganz schnell. Wow, wow, wow. Nicht so schnell, bitte. Also, schnell ja, aber nicht so schnell. Ja, eben eine Straße neu, ne? Warum nicht? Kann man auch machen. Oder was haltet ihr davon? Eigentlich keine schlechte Idee, ne? Schnell erledigt. Und von daher alles gut. In der Raststätte waren wir jetzt dann doch ziemlich zügig fertig, ne? Da habe ich am. Ich muss mir das echt mal angewöhnen, weil ich ganz ehrlich. Bevor ich eine Aufgabe oder bevor ich eine Folge beende, einfach mal da oben zu schauen, wie viel Prozent haben wir denn jetzt da? Weil das ist ja auch wieder so ein Ding, was wir mal easy peasy hätten noch locker in die andere Folge oder in die letzte Folge mit reinschütten können, ne? Aber gut, ist egal. Ich weiß jetzt auch gar nicht, manche Folgen, die gehen ja dann doch was länger, ne? Und dann hast du eh schon Zeit ohne Ende. Und ja, bis du dann hier durch bist, ist dann auch wieder so eine Nummer, ne?
Sieht doch gut aus. Zack. Einmal hier rum. Einmal drehen. So eine Maschine habe ich gestern auch schon wieder auf der Autobahn auf dem Anhänger gesehen. Am Tiefladder. Auch von Würtgen. So, zack. Moment, machen wir es hier ordentlich, ne? Zumindest einigermaßen. 4% noch, dann haben wir es. So, weiter, weiter, weiter. Jawohl. Oh. Okay, jetzt haben wir es. Hier rödelt hier so ein bisschen rum, ne, wenn man hier bergauf fährt. So, okay. Hat er das denn jetzt akzeptiert? Weil ich sag mal so. Ja, muss er ja, eigentlich. Okay, pass auf. Dann lagern wir die einfach mal wieder ein. Das Gerät brauchen wir, aber wir brauchen auch noch einmal unseren Schwarzdeckenfertiger. Jawohl, auslagern und direkt einsteigen. Ja, aber da sind wir auch schon. Halt. Warte mal, einmal ausfahren. Ja, es dürfte einmal oder ne, jemals einmal hin und her fahren sein. So, halt, stopp. So, einmal befüllen bitte. Einmal absenken. Na, noch nicht ganz. Jetzt. Na, komm. Jawohl. So. Und schon sind wir wieder schief davor, ne? Das ist wieder typisch. Das ist immer so ein bisschen blöd, ne? Man kann hier nicht so richtig an... Also kann man schon irgendwie, aber... In der Regel trifft man es nicht so richtig. Na ja, gut, kriegen wir hin. Oh, halt, stopp. Na komm, dreh dich, schnell. Wahrscheinlich muss ich hier gleich nochmal am Rand entlang fahren, ne? 100 Pro. Naja, wir schauen mal. Wir könnten auch mal eben hier Licht anmachen, dann sehen wir ein bisschen was. Stopp. So, runter damit, jawohl. Und Vollgas. Na komm, wie viel haben wir? Oder wie viel schaffen wir? Sagen wir es mal so. Na, was jetzt? Also, es hängt ein bisschen fest. Na komm. Nein, anders umdrehen. Jawohl, komm, dreh dich. Ach, das ist... Oh, warte mal, jetzt steh... Hänge ich da jetzt an dieser Kante da fest da vorne? Ey, das ist so dumm, ne? Das ist so dumm. Also ganz ehrlich, das ist selten dämlich, sag ich, wie es ist, ne? Warum kann ich da die Fräskante nicht hochfahren? Also das ist sinnlos AF, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist eine Sache, die gefällt mir null. Also das war safe im Bausimulator 3 um Welten besser. Da konntest du wenigstens durchziehen. Hier musst du dann jetzt immer hier rumstruggeln und machen und tun. Das ist richtig dumm gemacht. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist einfach so. Warum kann ich mit dem Ding nicht über die Fräskante drüber fahren, sondern bleibt dann da jedes Mal hängen? So, okay, zack. Okay, warte mal. Wir sind hier fertig, ne? Nein, das wollte ich nicht. So, dann lagern wir das wieder ein. Und holen uns das Teil ab.
So, da sind wir. Zack. Zack. So. Erledigt. Und Vollgas. Dann wollen wir das Ganze hier noch ein bisschen verdichten. Alter, diese blöde Markierung, ne? Die geht mir auch am Nerv. Die ist ja auch sowas von überflüssig. So. Und. Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Dankeschön. Und jetzt Vollgas. Hier alles verdichten. Dann haben wir hier auf ganz schneller Basis noch eine Straße eben gemacht. Ich meine, die müssen ja eh gemacht werden, so ist es ja nicht, ne? Und dann sind wir hier mit dem Teilstück auch schon wieder völlig am Start, ne? Also richtig geil. Komm, schnell zurück, jawohl. Dann hier wieder vor. Ah, warte mal, ich nehme mal die Kante hier hinten noch mit, dann haben wir die auch schon mal sauber. Ah, ich glaube, da hat er nicht ganz so richtig, ist er nicht so ganz so richtig dran, naja, ist egal. Okay. Noch mal eben schnell vor. Wie viel haben wir? 37, 38%. Jawohl. Läuft. Ja, wir kommen vorwärts. Ne? Wir kommen klar. Es geht recht fix. Dann sind wir hier gleich durch. Haben wir wieder noch einen Auftrag hier erledigt. So soll es sein. Damit wir hier vorwärts kommen. Auf ganz entspannt. Ne? Komplett. Mitten in der Nacht hier Straßen neu machen, damit der Verkehr morgen hier easy und relaxed rumheizen kann. So wollen wir das sehen. Ich wünsche mir, das wäre in Real Life auch so. Wobei andererseits, wenn ich dann da wohnen würde, weiß ich nicht, ob ich mir das wünschen würde. Wahrscheinlich nicht. Kommt halt darauf an, wie gut meine Fenster isoliert werden. Dieses Geknacke hier, ne? Immer bei der Walze hier, das nervt. Das höre ich voll und das hört man auch im Video leider. Da kann ich leider nichts für. Es liegt nicht an meinem Headset oder am Mikrofon oder sonst irgendwas. Das ist jedes Mal, wenn wir hier in der Baumaschine hier sitzen, in der Asphaltwalze. Tut mir leid. Kann ich leider nicht ändern. Ich weiß nicht, was das für ein Soundbug ist. Habe ich auch, glaube ich, nur bei der Maschine hier. So, und jawohl, sehr schön. Baustelle räumen. Jawohl. Katsching. Und zack, haben wir uns hier nochmal eben auf ganz schneller Basis ein bisschen Kohle eingesnackt. So muss es sein, ne? So, wollen wir hier mal mit dem Vorarbeiter sprechen? Pete, was geht ab? Jawohl. Herrlich, auch der Streckenabschnitt ist fertig. Ja, genau so soll es sein, ne? Und ja, wir sind auch fertig mit dieser Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Raststätte? Sieht eigentlich ganz nice aus, oder? Kann man machen, denke ich mal. Und ja, der Rest schauen wir dann in der nächsten Folge. Wie immer, gerne kommentieren, bewerten, kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei bleiben wollt, was mich megamäßig freuen würde. Vielen Dank auch dafür. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.